Ich will hier reden, das ist also ehrlich. Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Okay, klar. Leg mal. Nicht. Tod, Verderben. Denk an kürzliche Ereignisse. Und die Zukunft. Die umgekehrte Welt. Was ist das jetzt du gewesen? Am Anfang deiner Reise. Sie wird nicht, wie du erwartest. Und länger, als du dir ausmalst. Mein Opa ist über 90 geworden, also. Liebenden, umgekehrt. Und mein anderer Opa, der noch lebt, ist aktuell über 80. Und du wirst mit einer anderen, inneren Kraft kämpfen. Okay, okay, okay. Ja, mit einer inneren Kraft kämpfen. Der Stern, ebenfalls umgekehrt. Du wirst ungeahnte Sehnsüchte bezwingen und eine starke Verbindung trennen. Mit etwas, das ich nicht erkennen kann. Wo sieht die dann umgekehrten Stern? Der umgekehrte Tod. Aber warum ist der umgekehrt? Deine Feinde werden dich gegen dich selbst kehren. Die Reise wird Veränderung oder Vernichtung bringen. Ist okay, beides für mich. Nicht sonderlich gut. Nein, ganz und gar nicht. Hat den Tod schon mal vor mir liegen gehabt. Aber vielleicht habe ich die Karten nur falsch gelesen. Da habe ich beschlossen, Twitcher zu werden. Nein, das ist doch nicht richtig, aber... Oh, Freunde. Ich muss doch mal kurz... kurz speichern. Wie ihr seht, ich habe hier auch einen Konzern, ne? Mit dem ich aber noch keine Story gemacht habe. Aber ich wollte mal tatsächlich... Oh, warte mal. Kann ich das hier noch machen? Ich habe mir mal... Nee, kann ich nicht verstehen. Ich habe mir angeguckt, wie es aussieht, wenn du die Nacktheit nicht zensierst. So wie es eigentlich nur Brüste oder ein Schwanz. Das war es aber auch. Du musst es aber für Twitch ausmachen. Ne? Ist ja wichtig. Es fällt mir gerade so ein. Da. So, damit nochmal ein und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Oder Cyberbug, wie ich das letztes nennt? Ich weiß es nicht. Ich habe so viele Bugs noch nicht gehabt. Ich habe tatsächlich, das Einzige, was ich habe, waren ein paar Probleme mit der Performance, die man mit ein bisschen Tweaks und so weiter ändern konnte. Aber Bugs habe ich noch keine großen gehabt. 850 Meter, ich bezweifle, dass wir da irgendwo hinreisen können, oder? Boah, 850 Meter sind im Spiel auch mega weit. Okay, da können wir doch hinreisen. Ist das denn echt wohl auch so viel? Ah, wobei, wenn ich überlege... Ist ungefähr 2 Kilometer von der Stadtmitte entfernt. Was nicht stimmt, wir haben 2 Stadtmitten mehr oder weniger. Aber, ja, doch, das ist schon nicht wenig, das stimmt wohl. Hat das Spiel gar nicht so unrecht. Halt doch die Fresse und lass mich da durchlaufen, Mann. Achso, ich habe immer noch einen Doppelsprung, ne? Das sagen die auch, glaube ich, jedes Mal, wenn ich hier bin. Habe ich den Ping in der Kamera? Habe ich sogar noch. Ich habe aber immer noch nur 5 Speicherdecks. Woran liegt das? Liegt das an meinen Upgrades? Wahrscheinlich, oder? Was brauche ich? 1C, 55. Easy, was habe ich gekriegt? Auch $175 ist okay. So, die Militech-Agentin habe ich ja noch angerufen. Die Rhodes oder wie die hieß. Nee, falsche Taste. So, ich wollte mein Auto. Kannst du auch halten, wenn ich vor dir stehe, Mann. Wow, der lang war real. Ja, bei Autos habe ich das Gefühl, gerade wenn du Auto fährst, ist das Spiel alles andere als gut gepolished. Ich fahre jetzt einfach mal da oben lang, ich habe keine Ahnung, das hilft da nicht. Weil ich komme zumindest näher, ich kann ja wahrscheinlich dann irgendwo runterspringen oder so, schätze ich mal. Ja, ich würde sagen, ich kann hier runterspringen. Oder dahin?
Komm ich da hinten hin? Hier ist sogar ein Weg. Da habe ich alles richtig gemacht. All Foot steht hier nicht Jackie? Jackie? So. Autsch. Na, wow, das gab keinen Falscher. Hatte der mal hier noch eine Nachricht. Von Regina. Ah, Freunde, wir müssen ja auch nicht jede Nebenquest machen. Jetzt nichts drin. Das ist schon wieder. Das finde ich schade. Ich meine, ich verstehe es, weil die Welt so vollgepackt ist, aber das ist halt Verschwendung, weil da hat sich einer in die Mühe gegeben, hat das hier gebaut und da ist halt dann gar nichts. Kann man anders lösen? Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Das war ich. Ach, komm schon. Du Schlappe, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Ja, genau das denke ich. Hast du noch was zu sagen? Oh, ich hätte eingreifen können. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Das verfickte Teil fertig! Fertig! Jetzt beantwortest du meine Frage. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Ja. Nur ich. Bin ich das? Alleine. Ja, doch, eigentlich schon, oder? Es ist wahr. Gib nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Keine Ahnung, das ist, kenne ich nicht. Den Typ habe ich noch nie gesehen. Oh, ist richtig. Ist wahr. Was ist der da? Ich weiß, wo der Transport ist. Ist er da ein lebender. Aber ich will eine Gegenleistung. Geile Haare. Bist du mit Reese verwandt? Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen. Lass mich sofort gehen, sonst. Gilchrist oder Gilchrist. Könnt ihr loslassen. Ja, beide blaue Haare. Wir wissen, was sie zu sagen hat. Ach, auf einmal, ja? Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine scheiß Fresse. Was willst du? Ich brauche einen Bob. Ganz schön aggressiv. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Töten. Alle töten. Ich könnte ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Alter, was ist da hinten los? Klingt zumutbar. Bin dabei. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Ach, halt die Schnauze, Meredith. Versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Oh, ist sie so rot. Echt jetzt, ist das du die Lampe? Die Klappe ist schon so gut wie tot! Und sie wird nicht mit runterreißen! Ah, mich würde keiner mit runterreißen. Ich jetzt eigentlich. Ich meine, ich hätte irgendwo gesehen, dass man. Dass man den Chip hacken kann. Kann ich das jetzt in der Tür? Ach man, nicht mehr Escape. Von welchem Spiel ist das eigentlich? Ja. Kann ich anscheinend auch hacken. Die im Splitter infiziert erstellen Kopie des Dienstes mit dem. Der Splitter, passiert da noch, kommt da noch mehr, bitte, danke. Okay, dann kriege ich also den Demon. Oh, BD F5. Ich gehe hier drauf, komm runter, krieg hier, krieg da. Da kann ich aber mit 1-10 nicht weitermachen, oder? 2, 4, 6 Punkte habe ich. 55 1C E9. Können wir einfach so testen? Kann ich den jetzt noch hacken? Ich hoffe. Ich wollte nämlich kurz das Spiel noch speichern.
Wir speichern mal und gucken mal, ob wir uns das Ding komplett holen können. Alleine, weil ich mit dem Hacken noch nicht so ganz hundertprozentig d'accord bin. Noch nicht so wirklich drin. Ich würde das ja nicht auch hacken. Operation Carpe Noctem. Erstmal den hier hacken. BD. Das geht doch auch, oder? FF 55, dann hätten wir da ein C. Ich glaube, das ist auch noch besser. Ein CE9. Okay. Gut, dass ich das gemacht habe. Die auf dem Cryt-Chip sind gesäubert. Was ist jetzt mit dem anderen Schlüssel? Mann, nicht immer Escape drücken, Jimmy. Warum drücke ich immer Escape? In welchem Spiel muss ich immer Escape drücken? So, hier, den können wir auch noch hacken. Was sieht hier? Seh deine Angst an Euro-Dollar. Eine mittlere, eine große. Check eine Kopie des Demons, mit dem er schüttet. Okay, also. F, 55. So. So. So, damit hätten wir den. Guck mal, einfach mal, ich will zumindest die Kopie des Demons haben. Okay, Data Mining 3 ist jetzt schon vorbei, okay. Der DE9. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt habe ich hier keine 55 mehr. Ist aber auch egal. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Quest der war. Ist auch Wumpe. Ah, mir fällt gerade ein. Ich glaube, ich brauche hier nicht. Ich werde da, glaube ich, lieber auf Granaten. Granaten. Ich fühle, jetzt gibt es ein bisschen Action. Ach stimmt, wir haben ja hier schon, ne? Granat. Alpe. Ah, ich bin alles zufrieden. Meine Panzerung ist nicht ganz so gut mit 77. Ich glaube, die könnte ein bisschen höher sein. So mache ich jetzt also meine Waffe weg. Gott sei Dank habe ich Steuerung gedrückt. Um live zu gehen. Sonst hätte ich das nie festgestellt. Ja genau, hier war doch Jackie. Habe ich doch gerade noch gesagt. Ich habe doch sogar recht gehabt. Recht behalten. Ah, da bist du ja. Naja, was hast du erwartet? Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ich hole. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Dauert das lange? Militech und ich sind uns einig geworden. Ich habe kurz überlegt, warum ich das mit den 10.000 nicht machen kann, weil ich habe doch die Militech. Schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Aber ich habe den doch erfolgreich gehackt, oder? Okay. Ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe doch ordentlich gehackt, oder? Beide Sachen habe ich vernünftig gehackt. Langsam, Jackie. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum aus... Kenn euch nicht. Dumm. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Natürlich wartet ihr schon. Das ist schwere Bewaffnung, möchte ich sagen. Gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünplatz. Gut, dass es aber überhaupt nicht dunkel hier drin ist. Ich
steht hier einfach mal ein Palmgäser am Eingang. Verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Ja, ist halt wirklich wahr. Es muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Alles Militech. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verkrümmt. Das kann ja heiter werden. Ich weiß, was sie hier alles haben. Es ist gerade auch einfach verdammt dunkel durch den Baum. Selbst für mich. Es ist ja nur für euch verdammt dunkel, aber diesmal ist es auch wirklich für mich verdammt dunkel. Das ist also, wow. Das ist doch nicht gewollt, oder? Ich verstehe nicht, was heil war. Antipersonenmine. Schrappenhellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Ich weiß nicht, was sich CD Projekt Red dabei gedacht hat, das Spiel so rauszubringen. Ehrlich gesagt. Hat einfach den Eindruck, als ob es nicht wirklich fertig ist, was ich schade finde. Es ist so ein schönes Spiel. Sieht dann, auch wenn es nicht fertig ist, verdammt schön aus. Und, ach, keine Ahnung. Irgendwie schwierig. Können wir jetzt einfach... Das war nicht geplant. Warum fällt der Heck auf? Kann mir mal einer erklären? Warum das jetzt aufgefallen ist? Cool, da hat sich mein Spiel einfach mal beendet. Kann man mal machen. Yes, versammeln. Ich bin ganz sicher, was gerade passiert ist, Freunde. Ja, Steam, lass mich bitte wieder Cyberpunk spielen. Oder war es das jetzt? Ist denn hier noch irgendwo in der Liste drin? Nein. Ah. Was war das jetzt? Also erstens habe ich gedacht, dieser Ping ist komplett ungefährlich und ich kann ihn einfach benutzen. Punkt 1. Hat ist ja anscheinend nicht gut gegangen. Und Punkt 2, als ich ja vom Checkpoint starten will, stößt mir das Spiel ab. I'm not sure what's gonna happen here. Das ist tatsächlich jetzt der erste Absturz von dem Spiel, den ich hatte. Macht es nicht besser, möchte ich sagen, aber das ist der erste, den ich hatte. Und der Rechner ist komplett neu gestartet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist gestern gerendert. Oder wie es bei Adobe Prime heißt, habe ich exportiert. Ich kann die Kamera, glaube ich, noch ein bisschen größer machen, oder? Okay, diesen Spielstand will Cyberpunk also gerade nicht mehr, dass ich ihn benutze, habe ich so das Gefühl. Ne, Freunde, jetzt hau mir bitte nicht das Spiel kaputt. Zur Not, ich lade jetzt einfach mal den Spielstand, bevor wir den Chip gehackt haben. Weil da war nicht so viel Unterschied und da noch alles funktioniert. Wir hoffen einfach mal, dass es das funktioniert. Dann werde ich nicht pingen, werde einfach durchlaufen mit Jackie. Und da ist es cool. Funktioniert ja hier super, ey. Jetzt habe ich irgendwie 9 Stunden oder so in diesem ganzen Spiel verbracht.
Ich glaube 12 insgesamt. Und das ist mein erster. Das ist mein erster Absturz. Komm, jetzt haben wir bitte den Street Kid nicht versaut, den Speicherstand. Okay, es liegt also anscheinend an der Mission. Okay. Ah, jetzt werde ich aber als allererstes mal kurz die Granate rausmachen. Dann würde ich gerne den Splitter begutachten. So, BD 55. Okay. Ich jetzt Geld nicht dazu gekriegt? Eddies auf dem Cratchip sind gesäubert. Ach, nee, warte mal. Ich krieg die Eddies nur, wenn ich den nicht abgebe. Kann das sein? Schon wieder falscher Knopf. Wenn ich den nicht abgebe, kann das sein? Dann nehmen wir einfach bei Jackie gleich mal die andere Mission. Brauche ich die Daten, Data Mining? Malware eigentlich? Brauche ich einen Demon? Data Mining 3 ist doch in dem Augenblick besser, oder? Ach komm, ich kriege ja 2 fertig, ist ja okay. Dann müssen wir hier anfangen. Hier. Das ist der einzige FF. 55 BDE. Jetzt habe ich schon wieder Scheiße gemacht. Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Ja gut, ist egal. Stop pressing escape, Jimmy. Stop pressing escape. So, der ist aber jetzt. Okay, da kann ich nichts mehr machen, da kann ich nichts mehr breachen. Okay, ich habe alles gebleached. Wir speichern. Ne, wir speichern kurz vor Eddie nochmal. Interessant. Das gibt mir erst nur XP, wenn ich die, wenn ich breache und mir den Demon hole. Oh, ich die Pistole ausgerüstet, habe ich doch gar nicht. Das nur XP. Wenn es nur XP gibt, weiß ich gerade, ob ich das wirklich brauche. So, Jackie, ja, bla bla, wir haben das alles jetzt schon gemacht. Ah, da bist du ja. Ja, Jackie. Lass hören, was du rausgeholt hast. Dex hat die Maelstromer schon. Aber er hat schon gehört, deswegen überspringe ich. Das wird nicht ganz so einfach. Wir reden von Maelstrom. Na dann? So. Na gut, klopfen wir bei Ihnen an. Mal sehen, ob Sie aufmachen. So, Spiel speichern. Danke, bitte. Benutzt die Gegensprechanlage. Kenn euch nicht. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Wir wollen mit Royce sprechen. Ach, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentino. Die glauben an Gott und die Chantamar. Ihre Weiß nicht, ob du darüber reden solltest, wenn wir gerade mit denen reden und du sagst, ich hasse den Cyborg-Mixer. Wie gemütlich. Aber, ja. Und nein, ich werde jetzt nicht pingen. Das ist ja anscheinend böse. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Ich finde das immer noch. Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind hier wohl noch was Grünes? Oh, neu verteilter Loot, wa? Grün ist nicht hier. Aber ich sehe immer noch nichts. Wo
Oder ist das nur verteilter Loot? Ja, egal. Loot immer Standard ist, wäre es irgendwie schwierig, traurig. Och, ja, Nachricht lesen, bla bla bla. Ja, okay. Auf der anderen Seite. An die Person, Alter, das mache ich im Photoshop besser, dass man das nicht so sieht. Wunderbar. Es ist. Wird in manchen Spiel, an manchen Stellen wirkt es einfach nicht ausgereift. Was mir wirklich leid tut. Aber auf deiner Seite bin ich auch ganz gut, dass es abgestraft wird, weil sowas darf einfach nicht passieren. EA will für zu Tode geflamed werden und das muss dann auf einer gewissen Art und Weise Cyberpunk oder beziehungsweise CD Projekt Red auch passieren. Nie unfair werden. Nie unfair werden dabei. Aber man muss auch Probleme ansprechen. Klar. Die Art und Weise, wie es dann im Internet passiert, ist immer schwierig, aber. Die EA zum Beispiel würde komplett abgestraft werden dafür. Denk dran, wir sind in jedem Tag. Was auch daran liegt, weil sich die EA aber verdammt viel Scheiße erlaubt. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorlieb nehmen. Nee, aber nicht. Ihr habt einen Bot. Modell MT0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dumdum. Ja, macht Sinn, dass du Dumdum heißt. Setzen. Ja, du Schnauze. Möchte ich sie einfach töten? Essig ist es. Geht auch für dich, Fleischklops. Fleischklops. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch. Zwing mich. Dachte schon, du fragst. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Gott, Jack, was ist los? Primerito, gefällt mir sein Tonfall nicht. Segundo. Ist man sitzend ein ziemlich leichtes Ziel. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel. Wenn ich Jack nicht beruhige, ich beruhige Jack. Setz dich. Alter, was dann passieren würde, wenn ich dich. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Ey, das war gut sein. Was ziehst du? Da kommt man schwer ran. Muss eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Nee, möchte ich nicht, danke. Danke, brauche ich nicht. Aber wo... Serie von Ski und sie sagt dann Black Lace? Ist es dann eine nur Synonym oder wo ist der Unterschied? Was, Prinzesschen? Ja, genau so. Und jetzt hältst du die Schnauze, sonst bring ich dich gleich um. Hier ist er, der Flathead. Modell MT0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Ich habe die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Hä? Wenn er eure Software drauf ist? Gehört er echt mir? Ist so, bleibt das nicht eure Software? Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Araminium-Misch. Dumm-Dumm-Schläge. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt. Kommt einem das Essen wieder hoch. Wo ist er denn jetzt? Und?
Was denkst du? Ich glaube, er wäre in der Decke gewesen. Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Ganz schön hässlich, Bruder. Komm schon, du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Glaube ich nicht. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Hab dich! Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn? Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt hat. Nur welchen? Hab die Missgeburt! Du bist tot! Hallo, wo kommt denn einmal die Waffe her? Nimm meine Waffe wieder! Ey, da hab ich auch vier daneben geschossen, möchte ich behaupten. Stirb doch hin! Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter! Schnell! Da liegt was Goldenes! Schon einen Weg hier raus, bitte. Gib mir das Gold, alte Fresse. Gib mir das Goldene. Oder das Gelbe. Aber ist er nicht auch tot? Nicht, dass er noch wiederkommt. Ihr sollt alle sterben. Was habe ich jetzt gerade für Goldenes aufgenommen? Oh, geil. Ich habe einen Vollwei gekriegt. Ich hab einen grünen Revolver gekriegt. War nicht grün? Aber ich hab doch gerade was Goldenes aufgehoben, oder nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Ihr habt doch auch gesehen, dass da was Grünes war, oder? Das ist sowas von hässlich mit den Spikes. 25 Panzerung. Ja, okay, das muss ich leider nehmen. Ich hasse diese Rüstung. Ich hab doch was Goldenes gekriegt. Ich wollte mich jetzt verarschen. Ich habe ich gekriegt. Zyroware. Alter, wie geil ist denn das? Kann ich das benutzen? Auf jeden Fall keine Upgrades machen, ja, das habe ich mir gedacht. Die tödliche Waffen sind ja mal absolut lächerlich. Welcher das schon so? Wo ist denn jetzt das Zeug, was ich gekriegt habe? Ja, keine Mods, keine Mods, keine Mods. Ah. Okay, schade. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Was? Meinst du, Jackie? Ja, gut, das verstehe ich. Bis zum bleibt ja nun mal. Oh, das kann ich wahrscheinlich jetzt nicht öffnen. Wieso bleibt hier so eine komische Fleischfabrik? Was soll immer die für ein Fleisch hier haben in der Zukunft? Würde ich nur den einen Weg nehmen? Okay.
Brick? Ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Was über... Gibt's keinen anderen Mensch? Hey, hier steht nichts über Brick. Pornobene. Steht alles nichts über Brick. Angucken oder ich kann einfach rausgehen oder hier einfach raus. Oh, ein bisschen Action, ja. Ah, das war alles in dem Raum. Oh, Fuß die Zukunft von. Okay. Das können wir uns jetzt alles durchlesen, aber tatsächlich muss ich sagen, das Einzige, was mich interessiert, was ist mit Brick? Habe ich das nicht eingeschaltet? Ich habe es eingeschaltet, oder? So, das muss ich auch machen. Wenn man mit einem anderen Charakter, glaube ich, mittlerweile einen Doppelsprung. Was manchmal ein bisschen kontrovers, weil ich hier keinen habe. Oh, ein Ding, das bewegt sich. Los! Nein. Ist hier noch irgendwas? Komm mal hin. Jo. Was? Bis ich dir den Arsch drehen werde? Jetzt schön vorsichtig! Aber warum? Soll ich einfach mal allen auf den Sack gehen? Einfach mal alle umbringen, die es gibt? Aber viel mehr Spaß, Jackie. Vorhin zu sehen? Eigentlich will ich doch gar nichts. Ich komm dich jetzt suchen! Da hoffe ich doch so ein bisschen. Oh, da stand doch einer, oder? Der Wichser da hinten sieht uns. Naja, komm, wir versuchen mal so. Ja, dafür würde ich gerne noch die anderen auch markieren. Versuchen mal, so stealthy wie möglich vorzugehen. Können die mich auch einfach mal sehen? Ah, da ist noch einer. Okay, da weiß ich aber noch. Oh, der hat mich nicht wahrgenommen. You gotta die, bitch. Da können wir rein. Aber komm mal mit, Schatzi. Du bleibst mal hier jetzt. Was wird das? Das? Einfach nur Computer? Bin ich so ganz sicher, was das jetzt ist? Einfach nur ein Computer, aber was gibt's mit der dann? Ich breach einfach mal alles, es gibt mindestens XP. War jetzt ja andere Spaß. Boah. Und dafür, aber der hat sich angekündigt. Da hängt noch die Waffe. Du hast mich die ganze Zeit gesehen, oder?
Wo sind die anderen Spaten? Ist doch noch einer rumgelaufen. Brauche ich nicht. Das ist spät, oder? Scheiße, die Kamera habe ich ja so gar nicht mehr. Ja, okay, jetzt bin ich aber auch voll gesehen, jetzt ist es eigentlich auch egal. Hin? Was ist da? Wo ist doch der, der hier noch dumm rumläuft, Jackie? Und auch der, der noch schießt, möchte ich kurz bauen. Ah, astreiner Headshot. Wer ist denn hier noch? Ich hier nicht durch. Ein guter Schuss und das war's. Kommt nicht durch die scheiß Powerwaffe. Aber hier macht so wenig Schaden als von beiden. Was sind denn Spaten jetzt? War anscheinend nicht gut genug. Ah, okay. Jetzt ist er tot. Saubere Nummer. Ah, so sauber war es nicht, Jackie. Ist aber schon fast egal. Okay. Lokales Netzwerk ausschalten. Jetzt haben wir die Kamera auszuschalten, ne? Das verstehe ich doch richtig. Okay, du stehst da auf einer grünen Wabe. Auch das Glas, also. Wir haben halt 2022 und das Glas sieht nicht gut aus. Da ist Brick. Was willst du machen? Man kann ihn nicht. Ja, aber die Möglichkeit um Brick, die muss hier. Der Zünder ist scharf. Was für ein Zünder? Was haben wir jetzt gemacht? Bin jetzt umgebracht? Das habe ich ja so gar nicht mitgeschnitten. Leben wir in der Konsequenz oder lange noch? Ich würde tatsächlich sagen. Ich speichere einmal hier. Ich hätte gerne noch einen. Ich würde einfach mal. Was für ein Scher. Was für ein Zünder? Ich falle? Was? Das habe ich ja sogar. Habe ich da jetzt irgendwas verpasst oder hat du das Spiel das so in die Runde erklärt? Die habe ich doch ausgeschaltet, oder nicht? Was war denn wohl? Oh, das kam zu spät, Jackie. Na los, Motherfucker! Tanzen wir! Schalt die Fotze auf! Thank you.
Da hast du doch gestanden, Jackie, oder ne? Die Kameras habe ich doch ausgeschaltet. Sieh auf die anderen, durch die anderen. Was machen die da? Was passiert hier gerade? So ehrlich, das können wir nicht gelaufen mit 2020. Ach, jetzt, der hat was auf sich gerichtet. Ja, okay. Darf ich das jetzt auch nehmen oder nicht? Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Wer redet denn hier noch? Jetzt haben wir aus irgendeinem Grund, die uns da draußen kennen, mitgekriegt und deswegen können wir jetzt hier nichts mehr machen, oder was? Schau mal hier. Bin nirgendwo. Was liegt das jetzt? Was ist jetzt Buggy? Was funktioniert jetzt nicht? Und warum habe ich vorhin durch eine Wand Akku gegangen? Ist die Explosion durch die Wand gegangen? Ja, aber wo denn? Wo bist du denn? Ja, okay, du darfst dich gerne ausschalten, aber sag mir doch mal lieber, wo du bist. Ich würde nämlich das hier gerne machen, aber kann ich nicht, weil du da bist. Oh Mann, das ist Spiel. Ja, aber jetzt weiß ich wenigstens, was das Spiel meinte mit dem Chair. Er hat einfach was auf sich drauf und ich kann es hochjagen oder nicht. 18. Du erst. Aber mal gleich wegschnitze. Hey du! Hey, hier drüben! Hilf mir mal! Ja, ruhig. Oh, mir da. Den kenn ich! Das ist Brick! Deine Entscheidung, wie? Was willst du machen? Boah, das hat jetzt funktioniert. Rick, sag mir mal, was ist denn der Code? ...666 war eingegeben. 666 scheint es nicht zu sein. Mach doch gar nichts. Oh, ruhig jetzt. Hätte ich das schon irgendwo sehen können? Lesen können? Wüsste ich das irgendwo? Code, aber das ist Sektor. Kann ich das jetzt irgendwie herausfinden? Die Frage ist, wenn wie? Kautschen. ...770 steht da. Zu einfach, oder? 770 ist zu einfach.
sehr gut. Ich will immer noch... Warte mal, ich habe doch gerade bestimmt so ein Protokoll oder so gelesen, oder? Notizen zum Produkt. Hier ist erstmal nur das. Okay, ich habe Überwachungssystem ausgeschaltet. Okay. Werbungsentwicklung. Okay, da ist kein Code drin. Da ist kein Code drin. Da ist kein Code drin. Ich könnte wahrscheinlich einfach. Betrugswarnung. Billig. Neun, sechs, neun, eins. Okay. Ja, kurz Wirbel. Ich bin gespannt, was mir das hilft. Lebst du überhaupt noch? Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet. Hombre, du schuldest uns was. Mach mal langsam, okay? Ich kümmere mich drum, aber gerade ist es echt schlecht. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich daran erinnern. Ey, boah, sieht noch wirklich hässlich aus, oder? Boah. Und du kommst sicher klar? Das ist mein Zuhause. Mach dir keinen Kopf. Na ja, gut. Er wird sich auf jeden Fall an uns erinnern. Aber es ist, glaube ich, nichts Falsches getan. Naja, komm. Wir gehen weiter, wir haben es geschafft. Das war aber jetzt auch hier schwierig, möchte ich behaupten. Das System haben wir jetzt alle ausgeschaltet, oder? Kann ich nur was ausschalten? Leise. Sonst entdecken die uns. Ja, ich bin immer leise. Naja, nicht. Bin ich die ganze Zeit schon im feindlichen Bereich im Spiel? So, nachdem wir das letzte Spiel jetzt abgeguckt, der eine Autozell-Spiel schon weg ist. Die Kameras, die habe ich doch ausgemacht, oder? Hier, einfach mal umholen. Da ist noch eine Kamera. Ich kann hier nicht breachen. Kameras habe ich jetzt schon. Gibt es hier noch mehr Kameras? Da ist noch ein Wichser. Schnell verstecken! Sieht doch alles gut. Alles gut. Gib mir einen Sack, Jackie. Könnt ihr die so umbringen? Ich will aber eigentlich Stealth machen. Das? Ach, das Flutlicht. Alles gut, ich bin nicht hier. Irgendwo Ablenkung. Jackie. Ja, mal gucken, wie ich die ablenken kann. Was war das? Natürlich guckst du dich immer noch nicht um.
Was? Wer hat mich hier jetzt gesehen? Wer davon hat mich hier jetzt bitte gesehen? Und das instant. Ja, gut funktioniert mit der Nate. Überlass es mich nicht, du scheißen der Vater. Ah, tue ich nicht, keine Sorge, bin ich vor. Wenn ich da jetzt auf einmal instant gesehen habe, würde ich ja schon mal eine wissen. Und das hat Boom, wenn man. Ja, habe ich festgestellt. Danke. Das war kurzzeitig ganz close hier, möchte ich behaupten. Ich weiß aber noch nicht so ganz, wo ich jetzt gesehen wurde. Hast du zum Frühstück Blei oder Fleisch? Mein Gott! Alter, ich hab schon besser gezielt, würde ich sagen. Ich hab's ja im Arm gekostet. Reiß euch zusammen, hat sie gesagt. Okay. Gucken wir mal. Oh, ich mag das Katana. Hab ich die Kamera gesehen? Ich weiß nicht so ganz. Ich hatte doch zwei Kameras gehackt, oder nicht? Oder ist das Hacken? Ist das Hacken weggegangen und ich hab's nicht mitgekriegt? Also so funktionieren ein paar schöne Explosionen. War natürlich jetzt wieder nicht safe. Ich wollte eigentlich safe machen. Die sind nur grün, die gehören auch uns. Ey, warum bist du nicht grün? Hast du mich dann gesehen? Aber die hatte ich doch auch gehackt. Da ist auch noch eine Kamera. Ah, Jackie, ich kann dir dann nur zupflichten. Beipflichten. Zupflichten und beipflichten, das habe ich relativ ähnlich. Ja, okay. Ich habe so ziemlich nur der Loot. Schön gelegen. Hat er wirklich schön gelegen. Mal sagen. So. Ey, es sieht schon wirklich, wenn man die Performance-Probleme nicht hat oder sie umgehen kann, sieht es schon wirklich schön aus. Aber es ist halt leider. Was jetzt die neueren AMD-Prozessoren, was mich wundert, dass ich davon verschont bin bei meinem alten Ryzen. Aber die neuen Ryzen, die werden wirklich komplett ausgelastet und was weiß ich nicht alles. Also das Spiel hat so viele Probleme. Ich weiß einfach nicht, wie das durchgehen konnte. Ich weiß nicht, wie das Spiel rausgehen konnte. Weil das muss doch denen, also wenn es getestet worden wäre, wäre es dann eben auch. Weil genauso wie mit der Konsole. Konsolenversionen doch einfach absolut schrecklich aussehen. Zumindest die älteren Konsolenversionen und die teilweise wirklich nicht laufen und so. Naja. Irgendwas. Junk Alter sind alle. Ich soll ein altes herstellen. Herstellen finde ich immer gut. So, erstmal hier gucken. Liberty. Ich hoffe, auf jeden Fall, du bist ein Sniper. Okay, du bist ikonisch. Dich werde ich mal behalten. Liberty ist nicht ikonisch. Die Kappa ist besser als meine, deswegen behalte ich die mal. Mindestens mit 2. Ja, okay, komm, bis dahin werde ich doch bessere haben, oder? Die zum Beispiel ist doch schon besser als meine jetzige. Ja. Ist sie, auch wenn es traurig ist. Und 90 im Vergleich zu meiner. Die Pistole spiele ich gerade nicht. Entschuldige, kann ich die eigentlich irgendwie nehmen, ne? Kann die nicht als besonders toll oder so Favorit oder irgendwie was.
Weiß ja nicht, ob ich ikonische Waffen behalten muss, aber. Ja. Aber sie gut. Tschüss. Dann habe ich zu spät gesehen. Ich entschuldige mich dafür und ja, jetzt ist eine ikonische Waffe. Aber das war, glaube ich, meine. Meine kann ich jederzeit neu craften. Oh, es hat noch mehr Reichweite. Gleich alles machen. Ich würde, ja, hier genau. Und das war meine. Die Dying Knight. Epische Komponente. Hm. Es ist verdammt dunkel hier drin. Es wird Zeit, dass ich hier rausgehe. Das war close. Hat er sich aufgeschlossen? Alle Ausgänge gesichert? Das war close und ganz schön gemein. Ach komm schon, ich hab doch noch Umbogen gedrückt. Wofür hab ich Glück gehabt, wenn die dann nicht funktionieren? Hier. Der Level ist ja überladen, aber schade. Okay, meine Sniper kann ja mal gar nichts. Ach komm, hast du das gesehen mit der Kamera? Das war ja mal mega unfair. Ich habe die Kamera gerade gehackt und auf einmal werde ich von der sofort gefunden. Was soll man mir da so viel Schaden machen? Das wird niemand überleben! Wie Vorsicht! Ja, halt doch die Schnauze, Jackie. Das ist nicht hilfreich. Ah, glaube ich nicht. Wer hackt mich hier eigentlich die ganze Zeit? Wer von wo? Das ist das Waffenending. Ja, immer jetzt. Ich sehe aber tatsächlich, es muss ja für dich relativ dunkel sein und so ist es für mich auch. Ich sehe nicht viel. Oh. Und ich habe Auto-Aim an. Gleich, ganz, ganz minimal. Oder habe ich Auto-Aim an? Genau, ich habe Zielhilfe vielleicht. Ich glaube, ich mache es aus. Ich habe das mehr. Und ich spiele auch schwer, ne? Und ich habe schon gehört, so, wer soll wohl die Hölle sein, teilweise. Das ist jetzt kein Spruch, das soll wohl wirklich nicht gut sein. Ey, die Sniper, die ich hier habe, die macht aber auch so überhaupt keinen Schaden. Habe ich doch ausgemacht. Die Sniper macht keinen Schaden. Und sie wackelt beim Auflandeschuss unglaublich. Das ist echt. Aber dafür geht die durch alles durch, die Powerwaffe. Die geht halt wirklich durch Wände durch. Das ist sehr nice, wenn du die markiert hast. Wenn du markiert hast, die Gegner, dann geht die durch. Was hattest du vorher geschrieben? So, dass ich es ausmachen soll. Achso, sorry, ja. Die Schnauze. Eigentlich Aggro. Naja, eigentlich Aggro, eigentlich Stealth. Aber leider funktioniert das Spiel nicht immer Stealth. Ich habe schon gehabt. Ja, Jackie bleibt jetzt eigentlich stehen. Wenn die rote Tonne der Gegner ist und er guckt nach da zur Wand, dann habe ich so hinter dem Gegner gestanden, konnte F drücken. Aber in dem Augenblick, als ich F drücken muss,
ist die Animation gekommen, dass ich dahinter gerutscht, geslidet bin, weil sie die Greifanimation machen wollte. In dem Rutschen habe ich aber den Gegner berührt und der Gegner hat sich sofort umgedreht und auf mich geschossen. Also ich versuche Stealth, wenn Stealth aber nicht funktioniert, da ich auch weiß, dass das Spiel manchmal nicht so, okay, da komme ich nicht rein, nicht so hundertprozentig asrein funktioniert, ey, ja, dann gibt's halt auf die Fresse geballert. Ich meine, hier, ne, das ist tatsächlich meine liebste Waffe, muss ich sagen. Die hat aber auch einen richtig geilen Finisher. Ja. Ich lasse mich oft genug dafür ab. Aber ja. Ich will sie auch gar nicht so sehr haten, weil es macht trotzdem verdammt viel Spaß. Ich habe jetzt 12 Stunden mit 2 Charakteren drin. Ich sehe halt hier gerade gar nichts. Ey, ich muss gleich mal gucken, wenn noch ein Gegner kommt. Ich bin gerade nicht sicher. Das hat so einen geilen Finisher, das Katana. Ja, es hat wirklich starke Probleme. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, was für Features rausgelassen wurden, wie zum Beispiel Dual-Wielden, so wie Jackie, der Dual-Wield ja mit 2 Pistolen. Das haben sie komplett rausgelassen, das Spiel ist trotzdem buggy as hell, also... Schwierig. Wo sind denn jetzt hier? Wo waren jetzt hier die Kameras? Ach komm, wir hatten noch nicht mal getötet? Wir brauchen einen besseren Sniper. Aber auch, du siehst nicht wirklich gut, wo der Gegner hinläuft. Manchmal. Der Finisher ist so geil. Der Finisher ist so fucking geil. Und da liegt der Kopf. Ach ja. Finde ich aber nice. Ich brauche einen besseren Sniper. Ja, es ist mehr RPG als Shooter auf hier. Na, wobei, eigentlich nicht. Es ist ein Shooter-RPG. Es ist gar nicht... Ich würde nicht sagen, dass es mehr Shooter als RPG als Shooter ist. Weil du halt später... Du hast Smart-Waffen. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Ich habe noch keine gehabt. Aber ich weiß, dass es das später gibt. Die werden dann wahrscheinlich so sein wie die Smart-Pistole, schätze ich mal, bei Titanfall 1. Lass uns verschwinden. Du kannst halt... auf nicht tödliche Schüsse gehen. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Aber du kannst dich schon, es geht schon viel in Richtung, dass du deine Waffen verbessern kannst. Es will schon ein Shooter sein. Auf eine gewisse Art und Weise. Also. Muss ja hier. Reflexe, ein Skilltree, der für 2 Waffen gibt. Ihren ein Skilltree geht noch auf Schrotflinten. Muss halt hier sein. Genau, Vernichtung geht noch auf Schrotflinten und Pistolen. Also das Spiel will schon eine Art Shooter sein. Eine Art Shooter. So fertig hier. Millineck. Wir haben diese Teile überall rumfliegen. Ja, ist halt genauso. Ist halt genauso spongy wie Division, ne? Wobei ich finde, hier macht es sogar noch mehr Sinn, dass die Leute mehr aushalten durch das ganze Chrom, wie sie es hier nennen, durch die Augmentierung und so. Zusammenarbeit mit Maelstrom kann nie gut enden, was? Sieht aus, als hättet ihr 2 Glück gehabt. Ich hab dir das X-Ray ja nie gespielt. Warum bist du hier? Nun, muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Die sind alle tot. Aha, glaube ich kaum. Leichen sind etwas mundfaul. Du
würdest dich wundern. Ich bin mir sicher, ich finde was. War mir ein Vergnügen. Du wurdest vor einer halben Stunde noch von deiner Chefin verprügelt. Halt die Schnauze. Oh Mann, wie. Jackie, komm noch mal da weg. Ich dachte, dass wir das überleben. Ich glaube, wir sind fertig. Was jetzt? Mir reicht's für heute, kannst du mir glauben. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Also bis jetzt habe ich noch nicht Bullet Sponges gefunden, wo du eine halbe Stunde drauf schießen konntest. So wie in Division, keine Ahnung, der erste Boss oder so mit schlechten Waffen, da kannst du gefühlt eine halbe Stunde draufballern. Geht hier noch nicht. Wie sieht's aus, Miss V? Aber war das nicht auch so vollends verbuggt? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gibt's da nicht irgendwie einen, natürlich gab's Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Gibt's da nicht einen Speedrun, der aus Bugs besteht, der irgendwie 5 Minuten oder so ist? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben Sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Oh Gott, Dex hat doch die Schnauze jetzt. Mit bisschen Gewalt. Ja, vom Gefühl her, okay, aber vom Gefühl her muss ich sagen, habe ich jetzt auch noch keinen Bug gehabt. Den ersten Bug, den ich heute hatte, ist, dass ein Safe Game nicht geladen hat. Man muss sich 20 Sekunden vorher springen. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Ich meine, ich hätte mal bei Speedrun da auf Rocket Beans TV, Grüße gehen raus an die Jungs, einen Speedrun gesehen, der irgendwie 5 Minuten ging mit, du kannst dich überall drauf glitschen und so. Was natürlich, ne, machst du ja normal, verglitschst du ja nicht, aber ich meine, ich hätte da mal was gesehen.